So, guten Morgen von mir, Sascha Paulus. Wir haben zusammen die Veranstaltung SMA Online. Das ist eine Online-Lehrveranstaltung. Ich nehme an, die meisten von Ihnen waren letzte Woche auch bei der Schnuppervorlesung, vielleicht der eine oder andere nicht, deswegen erzähle ich das eine oder andere vielleicht auch ein bisschen doppelt nochmal. Grundsätzlich ist die Struktur von der Lehrveranstaltung so, dass wir eben einen Großteil der Inhalte eben nur online machen, da gehe ich gleich ein bisschen durch die Kurse durch, die Sie da absolvieren sollen, und wir dann eine gemeinsame Belegarbeit erstellen. Gemeinsam heißt in Kleingruppen, und zwar ist das keine schriftliche Ausarbeitung, also vielleicht auch, müssen wir mal gucken, ob da vielleicht auch schriftliche Anteile dabei sind, aber im Wesentlichen geht es darum, dass Sie im Rahmen der Kenntnisse, die Sie erwerben in dieser Lehrveranstaltung, die Hochschule dabei unterstützen, das Managementsystem für Sicherheit und Datenschutz zu verbessern. Wir sind ja eine recht träge Hochschule, wie Sie vielleicht im Rahmen Ihres Studiums schon kennengelernt haben, und wir versuchen da eben ein bisschen zu unterstützen und eben das eine oder andere besser zu machen. Worum geht es bei Security Management? Security Management, da habe ich Ihnen hier in den Kurs, bitte schreiben Sie sich alle in diesen Online-Kurs ein, das ist wichtig, da liegen alle Informationen, da müssen Sie auch Ihre Lernfortschritte dokumentieren, und Sie müssen, da komme ich aber gleich nochmal da im Detail dazu, sich dann auch verbindlich für CA anmelden. Ich mache das dann nur online, da geht kein Zettel rum oder so. Das ist jetzt auch mit dem Prüfungsamt so abgesprochen, dass das funktioniert. Sie finden grundsätzliche Unterlagen, hier Vortragsfolien, ich hatte am Freitag ein paar Folien gezeigt, das ist der alte Stand von 2015, da sind jetzt die neuen hinterlegt, das habe ich gerade heute Morgen überarbeitet, der entsprechende ISO-Standard, der wird Ihnen im Rahmen der Unterlagen mehrfach begegnen, dass Sie auch mal direkt in den Text reingucken können, das ist zwar ein Draft, aber die Inhalte sind inzwischen identisch. Dann gibt es noch, wird auch erwähnt in der einen oder anderen Folie, der VDS 3473 und natürlich der IT-Grundschutz. Dann habe ich Ihnen hier noch verlinkt ISIS 12. Das ist die eine Software, beziehungsweise auch das ist ein Vorgehensmodell zur Einführung eines Informationssicherheitsmanagementsystems in KMUs, also in kleinen Unternehmen. Und wir haben im Rahmen der Hochschulföderation Südwest, das ist ein Zusammenschluss von 9 Hochschulen aus Baden-Württemberg, haben wir beschlossen, dass wir uns ISIS 12 mal ein bisschen genauer angucken, ob das nicht für die Hochschulen auch passen würde, weil wir sind ja eigentlich ein KMU, eben nur staatlich. Die ISIS 12 Leute haben uns auch die Software gegeben. Die Software stelle ich dann zu dem Termin dann auch rein, dass Sie mit der Software auch rumspielen können. Das ist eine Java-Anwendung. Ich weiß nicht mehr. Also auf jeden Fall braucht man Apache und Java im Backend. Aber sehen Sie dann. Parallel haben die Rechenzentrumsleiter gesagt, hey, wir haben doch sowieso schon ein CMDB im Einsatz, eine Configuration Management Database. Das ist eine Software zur Administration von IT-Komponenten, Rechner, Server, Dienste, Räume, Kabel, Vernetzung, um das sozusagen zu inventarisieren und zu steuern. Und diese Software heißt iDoIt, die auch von einem Großteil der HFSW-Hochschulen eingesetzt wird, unter anderem auch von uns hier im Rechenzentrum werden auch einzelne Module weiterentwickelt. Die bieten eben auch ein Datenschutzmodul und ein ISMS, ein Informationssicherheitsmanagementmodul an. Da habe ich Sie auch mal verlinkt. Ich werde auch bei iDoIt über unseren Rechenzentrumskontakt, wenn die Frau Schulz wieder aus dem Urlaub da ist, werde ich anleiern, dass Sie auch die Software bekommen, dass Sie Zugriff kriegen und auch damit rumspielen können. Die Idee ist, dass wir im Rahmen der Lehrveranstaltung am Schluss sozusagen das ISMS der Hochschule etwas weitergebracht haben. Was brauchen wir dafür? Was ist dafür notwendig? Das lernen Sie in den Kursen. Das habe ich Ihnen hier mal die Online-Elemente, die Kurse entsprechend angelegt. Das vorne ist hier ein Diskussionsforum, das ist nur für Sie, da können Sie auch selber ein bisschen austauschen. Können natürlich auch WhatsApp-Gruppen machen, aber ich finde, das ist irgendwie rein datenschutzmäßig besser, wenn es an der Hochschule läuft. Dann gibt es folgende verbindliche Kurse. Einmal der zentrale Kurs, den Sie brauchen, ist der hier. Das ist ein Open-SAP-Kurs. Den habe ich mit der SAP zusammengebaut. Also ich habe die Inhalte gestellt. Wir haben das hier an der Hochschule. Sehen Sie hier den Trailer. Können wir mal den Trailer anmachen. Der ist auf Englisch, aber ich denke, das ist jetzt kein großes Problem für Sie.
Information security is a cornerstone of digital transformation. Without security, digitization won't succeed. Nation states need to implement new regulations to govern security and privacy, and companies need their suppliers and partners to follow security rules. How can we address all these risks and requirements? My name is Sascha Paulus. I'm professor for IT security at Mannheim University of Applied Sciences, and I'd like you to join me on an open SAP thought leaders course on information security management. Hackers get smarter and more professional, so we need to get as professional in combating them. Since the threat landscape is ever changing, one-off activities won't succeed. Instead, we need to constantly monitor risks, identify adequate measures, and make sure they are effective. Moreover, we need to react appropriately in the event of attacks. So, to protect our information, processes, and businesses, we need to set up an information security management system. The course consists of 8 lectures and will explain how to set up an information security management system, how to deal with information security risks and corresponding measures, so-called controls, and how to set up the necessary processes to make information security management an integral part of your overall company management. We will also look at legal and certification requirements. So, please join me on the Thought Leaders course on Information Security Management at OpenSAP. Also Sie sehen, der Link ist direkt da. Sie können sich direkt einschreiben. Hier sehen Sie für den Kurs einschreiben, Kurs reaktivieren. Ich würde Sie bitten, dann den Kurs zu reaktivieren. Dafür schicke ich Ihnen oder dafür stelle ich entsprechende, wenn ich Ihre verbindliche Anmeldung habe, ordne ich Ihnen dann diese Codes zu. Da gibt es Codes von der SAP, die man dann da bei der Reaktivierung des Kurses angeben muss. Und dann bekommen Sie für diesen Kurs, der normalerweise, ich weiß nicht, ein paar hundert Euro kostet, glaube ich, kriegen Sie dann eben auch das Zertifikat, wenn Sie es am Schluss bestanden haben. Die Idee ist, dass Sie sozusagen den Kurs durchführen. Es sind 8 Elemente, a ungefähr 15 Minuten, 15 bis 20 Minuten Video. Und jeweils dann ein kleiner Selbsttest mit 2, 3 Fragen. Diesen Selbsttest, den können Sie so oft machen, wie Sie wollen. Am Schluss müssen Sie dann einen richtigen Test machen und den Test müssen Sie mit 50% bestehen. Also es ist relativ einfach, wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt. Also ich würde das in 1, 2 Tagen machen, also es ist ja nicht so lang. Also zweimal 2 Stunden oder so, dann haben Sie den Kurs erledigt. Ja, das haben Sie die Grundlage. Dann als nächstes würde ich als nächstes in der Reihenfolge den Sicherheit im Internet vom OpenHPI machen. Der ist ein bisschen länger, aber es ist dasselbe Prinzip. Sie sehen auch, Layout sieht ganz genauso aus. Das ist dieselbe Plattform. OpenSAP und OpenHPI verwenden die gleiche Software, nur die OpenHPI-Kurse sind kostenlos. Da können Sie sozusagen einfach den Kurs starten. Auch da einschreiben, da gibt es nur Kurs einschreiben, gibt es nicht reaktivieren, kostet ja nichts. Und auch da gibt es am Schluss dann so einen Teilnahmenachweis. Das ist von Christoph Meindl vom Hasso-Plattner-Institut in Potsdam. Dann als nächstes würde ich empfehlen den OpenHPI-Kurs zur Datenschutzgrundverordnung. Da geht es auch, da steht zwar DSGVO drüber und hier steht IT-Recht. Das ist so eine Mischung aus IT-Recht und DSGVO. Auch das ist ein Kurs, der dauert, denke ich, auch ein bisschen länger als meiner. Vielleicht, also da steht irgendwie 4 Wochen, 3 Stunden die Woche, aber 3 Stunden braucht man nicht. Ich habe so einen Kurs auch schon mal gemacht und Sie brauchen dann vielleicht der dauert auch nicht 4 Wochen in Zeit, also wenn man ihn in 4 Wochen machen will, aber man kann die Kurse natürlich, kann die Videos auch schneller gucken und dann kann man das auch an einem Tag machen, wenn man will. Also das ist zwar ein bisschen lang dann und anstrengend, aber das geht schon. Und da gibt es dann auch immer Selbstfragen und am Schluss dann eben auch so einen Test, mit dem man dann eben den Nachweis erbringen kann, dass man den Test bestätigt hat. Dann habe ich Ihnen noch dazugelegt, sozusagen für weitere Info, Videoblog zu IT-Recht. Und hier gibt es eine Vorlesungsreise von der Uni Bremen auch zu IT-Recht. Also ich würde
Ihnen empfehlen, da auch mal reinzugucken. Ist aber nicht verpflichtend. Also verpflichtend sind die drei, 1, 2, 3. Und eben, da müssen Sie jeweils eben dann den Nachweis einpflegen. Also Sie bekommen dann irgendwie ein Zertifikat oder eine Teilnahmebestätigung oder irgend sowas. Und das am Schluss, wenn Sie das geschafft haben, und das laden Sie dann bitte hier als Nachweis hoch. Okay? Termin machen wir noch aus. Mein Vorschlag wäre jetzt der 22.10., also dass Sie in den ersten drei Wochen die Kurse alle erledigt haben. Wir können das, ja? Ist die Punkteanzahl der Kurse? Geht nicht in die Note ein. Also die Punkteanzahl der Note, da geht es nur um Bestehen. Also ich will nur sehen, dass Sie es gemacht haben. Benotet wird am Schluss die Arbeit, die wir hier machen. Also da müssen Sie dreimal sozusagen hier diese Nachweise einpflegen und einmal möchte ich, dass Sie selber ein bisschen suchen gehen. Es gibt ganz, ganz viele Selbsttests zur Datenschutzgrundverordnung und ich hätte gerne, dass Sie selbst sich was raussuchen und dass Sie dann auch angeben, welchen Test Sie gemacht haben und wie Sie das dokumentieren. Also dass Sie da selber ein bisschen, also der erste Schritt sozusagen in die, vom reinen Konsumieren in das Gestalten, welchen Test würden Sie vielleicht auch dann den Mitarbeitern hier empfehlen, die hier in der Hochschule arbeiten, Professoren, meinen Kollegen oder auch ihren Kommilitonen, ob sie wissen, was man für die Datenschutzgrundverordnung alles tun muss. Ja, ob sie einen guten Wissensstand haben. Okay. Vorschlag erstmal wäre Abgabe 22.10. Ich lasse mit mir reden, wenn Sie sagen, ist aber ganz schön viel neben den anderen vielen Vorlesungen, dann melden Sie sich aber bitte bis Ende nächster Woche. Also dass wir dann 10 Tage vor dem Termin auch über die Verlängerung reden. Also nicht erst einen Tag vorher kommen, ich habe es nicht geschafft, sondern bitte schon vorher, wenn es absehbar ist, wie viel Zeit Sie dafür brauchen oder wie viel Zeit Sie mehr dafür brauchen, dann bitte vorher melden. Okay? Das ist zu den Formalia, also zu dem ersten Teil. Das sind Online-Kurse, da ist ein bisschen Video. Dann gibt es, wie gesagt, weitere Informationen, speziell die Software natürlich hier unten. Das ist der Teil, der uns dann für die Aufgaben interessiert. Ich werde bis dahin auch entsprechend das ausarbeiten, dass Sie für Sie arbeiten können. So, jetzt zu der verbindlichen Anmeldung. Da das Ganze ja ein Online-Kurs mit Continuous Assessment als Prüfungsform ist, benötige ich von Ihnen, dass Sie sich nicht nur in dem Kurs anmelden, sondern auch an dieser Umfrage teilnehmen und einfach sagen, ja, ich nehme verbindlich teil. Das kennen Sie vielleicht auch aus anderen Umfragen. Und da müssen Sie hier einfach sich dann, müssen da einfach, die ist beendet, das ist gut, dann machen wir die gleich mal auf. Gut, dass ich da. Machen wir mal bis zum 5. Oktober. So, und jetzt können Sie nur Ja antworten. Sie sollen ja auch nur Ja antworten, wenn Sie daran teilnehmen wollen. Und damit ist sozusagen dokumentiert, das ist wie eine Unterschrift vom Zettel, dass Sie an der CA-Prüfung teilnehmen. Damit müssen Sie sich auch nicht mehr für die Prüfung anmelden, das mache ich dann für Sie. Also für alle, die da drin stehen. Wenn das fertig ist, schicke ich das Excel, das kann ich exportieren, das Ergebnis dieser Umfrage und schicke es an Frau Hammelmann, ans Prüfungsamt. Dann brauchen Sie sich auch für die Anmeldung, müssen sich um die Anmeldung nicht mehr kümmern. So, Vorschlag, wir treffen uns dann am 22.10. Bis dahin werde ich entsprechende Arbeitspakete definieren. Ich werde auch schon, Sie können es ja auch schon mal versuchen, in Gruppen zusammenzufinden, 3 oder 4 Leute. Soll die Gruppengröße sein, in der Sie dann zusammenarbeiten, um eben dort dann Ergebnisse zu produzieren. Da wird es verschiedenste Arbeiten geben, von immer mit der Software, von Aufnahme der Arbeitsprozesse, der Verarbeitungstätigkeiten hier in der Fakultät, bei uns, vielleicht in einer anderen Fakultät, vielleicht auch zentral. Wir werden jeweils immer eine Gruppe haben, die es mit iDoIt macht und eine mit ISIS 12, damit Sie sozusagen das auch vergleichen können, dass die Softwarekomponenten verglichen werden können. Das heißt, die Gruppen können natürlich auch inhaltlich ein bisschen zusammenarbeiten, dass Sie sozusagen die Leute nur einmal fragen und dann die Aufnahme machen, das dokumentieren. Dann machen wir vielleicht einen zweiten Arbeitsschritt, wo dann Empfehlungen rauskommen, die Maßnahmen dokumentiert werden. Das sehen wir dann.
So viel zu den Formalia. Ja? Eine Frage, weil wir vom alten RPS sind, und es sind 6 Credits, müssen wir da eine Zusatzaufgabe machen? Also, für die, die noch 6 Credits brauchen, das habe ich ja letzte Woche auch schon mal angedeutet, einmal kriegen sie einen Credit geschenkt. Wenn sie mehr als einmal diese Situation haben, dann müssen wir mit Herrn Kaiser reden. Also für mich, ich spreche mal mit ihm und ich habe ihn jetzt noch nicht gesehen, das letzte Woche Freitag, war ja Wochenende und wir werden eine Lösung finden. Also in dem Rahmen ist ja leicht, irgendwie ein bisschen was mehr zu tun. Also dass, wenn das sich gäbe, wäre das jetzt kein Riesenmehraufwand. Ja. Also bis zum 22.10. ist dann quasi nur Selbststudio. Genau, bis zum 22. wäre sozusagen die inhaltliche Erarbeitung der notwendigen Kenntnisse. Und dann gehen wir in die Entwicklung der Kompetenzen. Also Sie müssen dann ja sozusagen Dinge ausprobieren, die Sie da gelernt haben, anwenden, nachweisen, vielleicht dann nochmal individuell weitere Recherchen durchführen. Dann gibt es vielleicht nochmal Themenbereiche, wo Sie sagen, das haben wir noch nicht genau verstanden, Herr Paulus, da brauchen wir noch ein bisschen mehr Kenntnisse. Dann würde ich Sie wieder entsprechend dann, entweder wir machen eine Online-Veranstaltung, oder wir machen es in Präsenz, oder ich gebe Ihnen wieder Videos, wenn ich gute finde, die das genauso gut oder besser machen als ich, dann braucht ihr natürlich nicht herkommen. Also, Job. Okay, zu den Formalia. Noch Fragen dazu? Es gibt, also wir werden uns selten sehen. Ist ja eine Online-Veranstaltung. Dann würde ich aber, ja? Nochmal zur kurzen Frage wegen diesen Kursen. Jetzt könnt ihr im Prinzip diesen Schlüssel uns erst schicken, wenn sich alle verbindlich angemeldet haben. Oder schicken Sie schon vorher raus, dass wir die Kurse möglichst bald besuchen können, zumal wir für den ersten diesen Schlüssel brauchen. Ich habe die letzte Woche schon meine Ansprechpartnerin bei der SAP angeschrieben, habe sie gebeten, mir 50 Schlüssel zu schicken und ich denke, die reichen. Ja. Also wir haben jetzt hier 30 Leute sitzen oder 35, es werden keine 50. Ich meine auch zeitmäßig. Ich hoffe, normalerweise antwortet sie in 1-2 Tagen und dann können Sie nächste Woche, also können Sie morgen übermorgen loslegen. Also ich stelle Ihnen das in Moodle, sobald Sie da sind. Ich warte nicht auf Ihre Anmeldung. Ich ordne Ihnen das zu und wenn dann einer den Schlüssel nimmt und sich nicht anmeldet, na gut, dann macht er den Kurs trotzdem, finde ich ja gut, also jetzt als Kursautor. Und umgekehrt, dann muss ich halt, wenn es jetzt nicht genug Codes gibt, dann muss ich halt nochmal welche nachfragen. Ja. Die Reihenfolge ist eigentlich irrelevant. Empfehlen würde ich, entweder mit dem Open-HPI-Kurs anzufangen oder mit dem Open-SAP-Kurs. Sie können mit dem Open-HPI-Kurs ja diese Woche schon loslegen. Der ist halt sozusagen, geht eher in die, wie soll ich sagen, technische Thematik ein. Und der Open-SAP-Kurs, der geht eher in das ein, was wir dann hier an Management-Werkzeugen brauchen. Also das sind sozusagen die Anforderungen, die sich an die Software stellen, wie die Software umgesetzt werden. Dazu erkläre ich, aber da wollte ich auch nochmal eine halbe, dreiviertel Stunde ein bisschen ins Detail gehen, dass Sie so einen ganz groben Rahmen haben schon mal. Ja. Diese 3 Kurse sind ja quasi verpflichtend in der Abgabe der Kursbestätigung. Ja. Und dann war ja quasi der zweite Teil, noch diese Empfehlung abzugeben. Geht es dann um diese 3 Kurse, die Empfehlung abzugeben, was dann für Mitarbeiter und Studierende relevant ist? Oder was? Also wir werden feststellen, wenn Sie die 3 Kurse gemacht haben, dass dort kein Selbsttest drin ist, über wie gut weiß ich über die DSGVO Bescheid. Das heißt, wir müssen gucken, suchen gehen. Okay, gut. Dann gehe ich durch diese Folien hier, die hatte ich auch schon mal runtergeladen, eben beim Test. Und da würde ich jetzt noch ein paar Minuten nicht kompletten Folien machen, aber ich würde Ihnen ein paar Sachen noch mal ein bisschen im Detail erzählen. So, das hatte ich Ihnen ja schon letzte Woche kurz angekündigt. Die Folien sind entstanden in der Initiative vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag, also der Dachorganisation der IHKs und Deutschland sicher im Netz. Hintergrund ist, dass eben viele Mittelständler sich da nicht gut auskennen und das aber immer mehr zu Problemen führt. Die müssen jetzt nicht lesen können, das ist nur, dass Sie sozusagen die Struktur der Folien hier lesen können, Sie dann entsprechend auch in Moodle nachgucken. Der obere Teil gibt Ihnen einen Überblick über die einzelnen
Komponenten, aus was ein Informationssicherheitsmanagementsystem besteht. Das werden Sie auch nochmal in den OpenSAP-Folien detaillierter finden. Also ein bisschen anders aufgebereitet grafisch, aber die Struktur ist im Wesentlichen die gleiche. Am Anfang, warum brauche ich das? Dann, wie sieht der Prozess dazu aus? Also es gibt sozusagen einen zentralen Managementsystemprozess, um die Informationssicherheit in Unternehmen auch zu managen. Dieser gliedert sich in drei Teilprozesse. Das ist zum einen der Prozess zur Risikoanalyse und den Umgang mit Risiken. Wir müssen sozusagen definieren, was ein Risiko ist, wie ein Risiko bewertet wird, was ich damit mache. Das ist das Zweite. Dann gibt es eben sozusagen Schutzmaßnahmen. Und da ist die Empfehlung, eine Art Basisschutz zu entwickeln, um Schäden überhaupt zu verhindern. Entweder technisch, also indem man sowas wie eine Firewall kauft oder so und einrichtet, oder organisatorisch, indem man Passwortregeln festlegt oder Regeln, dass am Abend, wenn man geht, die Fenster zu schließen, eine Tür abzuschließen ist oder sowas. Das ist auch eine organisatorische Regel. Oder eben auch finanziell, dass ich sage, das Risiko gehe ich ein, aber dafür muss ich Rückstellung bilden. Also falls was passiert, habe ich genug Geld, um den Schaden auch abzudecken. Das ist auch eine Maßnahme. Und dann brauche ich noch einen Prozess, um, wenn was passiert, schnell reagieren zu können. Also wenn jetzt irgendwie WannaCry oder was die Rechner infiziert hat, was mache ich dann? Also zum Beispiel Hände oder gibt es dann Sofortmaßnahmen, also ziehe ich den Netzwerkstecker und so weiter. Ja, das sind dann Reaktionsmaßnahmen. Dazu gehört auch, da ja sozusagen ein Großteil der Risiken inzwischen durch den Menschen entstehen, also die Technik ist ja schon relativ weit entwickelt, das heißt, die Angreifer versuchen entweder die Dummheit oder auch das Wohlwollen der Menschen auszunutzen. Da gibt es eben Spear-Phishing-Attacken, also Angriffe per E-Mail, die ganz gezielt auf bestimmte Personen sind, um die zu verleiten, auf einen Link zu klicken, um über diesen Weg dann technisch angreifen zu können. Oder Sie haben es bestimmt auch schon mal gehört, CEO-Fraud, also dass man versucht, irgendwie Leute dazu zu tricken, so wie ein Enkeltrick, nur eben jetzt in modern, dann eben Geld zu überweisen auf ein Konto, was aber ganz illegitim ist. Und deswegen müssen eben die Mitarbeiter dort entsprechend geschult werden, müssen auch ein gewisses Bewusstsein haben und da ohne diese Bewusstseinsbildung funktioniert so ein Managementsystem nicht. Deswegen ist da auch nochmal ein gewisser Anteil an Kompetenzen erforderlich. Und dann geht es eben darum, im nächsten Schritt zu klären, wer hat denn welche Verantwortung im Unternehmen, also das ganz klar ist, die Geschäftsleitung bleibt und ist immer verantwortlich für Informationssicherheit, auch wenn Sie einen Informationssicherheitsbeauftragten benennen, können Sie das Risiko nicht delegieren, das Risiko hat immer die Geschäftsleitung, das ist genau wie bei Qualität von produzierten Produkten oder Softwarehaftung, die Haftung bleibt immer bei der Geschäftsleitung, das liegt eben am BGB, am bürgerlichen Gesetzbuch, an der Art und Weise, wie unsere Haftung organisiert ist. Das heißt, Sie können schon Verantwortlichkeiten natürlich delegieren. Wofür ist der Mitarbeiter verantwortlich? Dass er die Regeln einhält. Wenn er die Regeln einhält, was würde passieren, wenn er die Regeln nicht einhält? Abmahnungsgrund, das heißt, er kann abgemahnt werden, nochmal abgemahnt werden, danach entlassen werden. Der Sicherheitsbeauftragte ist verantwortlich, den Prozess zu führen. Wenn er den Prozess nicht ordentlich aufsetzt und keine Transparenz über die Risiken schafft, dann ist er derjenige, der ein Problem bekommt, weil er diese Transparenz nicht geschaffen hat. Aber er ist nicht verantwortlich für das Tragen der Risiken. Er kann selber nicht entscheiden, oh, das finde ich super, diese Sicherheitsmaßnahmen, die ist so toll, jetzt können wir irgendwie auch alle Patientendaten in der Cloud verwalten. Also wir sind so super. Das machen wir jetzt einfach damit. Das geht halt nicht. Also diese Entscheidung muss dann immer auch die Geschäftsleitung treffen. Dazu gibt es dann eben dieses Kapitel da hinten. Und dann gibt es noch ein paar Vertiefungsthemen. Ich sage mal kurz Datenschutzgrundverordnung, IT-Sicherheitsgesetz. Es gibt ja bestimmte Bereiche, die haben eine spezielle Anforderung an Sicherheitsmaßnahmen. Dazu gibt es eben ein extra Kapitel oder Wirtschaftsspionage. Wie geht man damit um? Welche Behörden sind wofür zuständig, wofür ist der Verfassungsschutz da, wofür ist das Landeskriminalamt da. Die haben natürlich alle im Cyber-Umfeld eine Aufgabe. Das muss aber dann wissen, mit wem man wozu redet. Ja, also zum Beispiel sollten Sie, wenn Sie jetzt den Verdacht haben, dass Sie einen Innentäter haben, der Sie ausspioniert, wenn Sie im Unternehmen sind und der arbeitet irgendwie im Interesse der Konkurrenz, wen sprechen Sie dann an? Dann sollten Sie nicht zum Landeskriminalamt gehen, weil das Landeskriminalamt gehört zu der Polizei. Und Polizeien haben
sozusagen die Pflicht, danach eine Untersuchung einzuleiten. Also sie müssen dann Anzeige stellen und dann haben sie die Polizei im Haus. Das wollen sie aber vielleicht gerade nicht, weil sie wollen ja vielleicht verdeckt ermitteln und überhaupt erstmal prüfen und vielleicht auch versuchen, demjenigen dann auch Falschinformationen zu geben, um zu gucken, ob das auch tatsächlich derjenige war. Dann arbeiten sie besser mit dem Verfassungsschutz zusammen. Der Verfassungsschutz ist genau für diese Abwehr von Spionage zuständig. Die haben eben nicht die Verpflichtung, dann eine Straftat oder ein entsprechendes Vergehen sofort auch entsprechend verfolgen zu müssen. Das ist das sogenannte Legalitätsprinzip. Das heißt, Polizeiorganisationen müssen sofort immer bei der Ansicht von Straftaten auch ein Verfahren einleiten. Das gilt für Verfassungsschutz nicht. Die haben das sogenannte Opportunitätsprinzip. Das nur nebenbei. Da gibt es noch mehr so Themen. Cloud als Vertiefungsthema. Wie geht man mit Cloud Security um? Speziell Office 365 zum Beispiel ist ein gutes Thema, gutes Beispiel dafür. Oder Industrie 4.0. Welche besonderen Anforderungen bieten sich da? Also da bekomme ich sozusagen nur einen Überblick, einen Einstieg. So, jetzt gehe ich durch die ersten Folien mit Ihnen durch, um Ihnen da sozusagen den Rahmen abzustecken. Warum sollte man sich mit Informationssicherheit beschäftigen? Gibt es drei Gründe. Der erste Grund ist, Digitalisierung geht nicht ohne Risiken. Also wenn Sie sozusagen mehr und mehr elektronisch abbilden wollen, Geschäftsprozesse abbilden, Schulung online machen, Bewerbungen online erlauben, Patientendaten online verwalten, ja, alles Mögliche. Also oder auch inzwischen, man könnte auch drüber nachdenken, gibt ja entsprechende Gesetze, auch Ihre Zeugnisse allein online auszustellen. Würde auch gehen, die brauchen kein Papier mehr. Geht theoretisch, unsere Hochschule kann es natürlich nicht, aber es geht gesetztechnisch. Aber da muss man natürlich entsprechend Vorsorge treffen, dass man keine unangemessenen Risiken eingeht. Das heißt, ich muss wissen, wenn ich einen neuen Prozess implementiere, eine neue Software kaufe, dann muss ich wissen, welche Risiken damit kommen. Ja, also muss ich die Risiken vorher bewerten und entsprechend die richtigen Maßnahmen treffen. Und genau das haben wir in der Vergangenheit auch schon gemacht. Also zum Beispiel macht ja heute keiner mehr Buchführung mit T-Konten auf dem Papier. Also die UIBler vielleicht mussten das mal machen kurz, aber das werden sie nie wieder tun. Nur zur Übung, zum Verständnis, aber nicht in echt. In echt hat man natürlich heute Software, da hat man es auch schon digitalisiert und das ist vor 20 Jahren passiert. Ja? Da hat man gemerkt, da sind die Risiken, wenn man bestimmte Vorsorge trifft, eben auch kleiner. In dem Fall war, glaube ich, Backup das Allerwichtigste damals. Also, Sie sollten sozusagen Ihre Risiken kennen, wenn Sie Prozesse digitalisieren, um das entsprechend dann auch, um diese dann auch abdecken zu können, um die Risiken auch minimieren zu können. Hilfreich dabei ist zu wissen, was Ihre Kronjuwelen sind. Auch der Begriff wird Ihnen mehrfach über den Weg laufen. Kronjuwelen ist ein bildhafter Begriff natürlich. Es geht darum, die Informationen herauszufinden, die besonders kritisch für Ihr Geschäft sind. Also welche Informationen sind besonders wichtig? Also bei Ihnen zum Beispiel hier in der Hochschule bin ich der Meinung, die Kronjuwelen sind Prüfungsergebnisse. Also das Post. Alles andere kann man irgendwie nacharbeiten. Aber wenn Ihre Noten weg sind, ist scheiße. Dann können wir die zentrale Dienstleistung der Hochschule nicht mehr erbringen. Wenn irgendwie das Post weg ist, gelöscht. Und dann könnten Sie ja sagen, ja, ich habe aber bei dem Herrn Paulus damals eine 1-0 gekriegt. Ja, im UIP. Deswegen gibt es diese Frage mit den Kronjuwelen. Das hilft einem sehr, sich sozusagen auf die Sachen zu fokussieren, die auch wirklich wichtig sind. Ich meine nicht die Kronjuwelen. Ich meine, gut, das gibt manche Leute, die finden das witzig. Der zweite Grund, warum man sich mit Informationssicherheit beschäftigen sollte und so ein Managementsystem braucht, ist, wir haben neue Gesetze. Die Datenschutzgrundverordnung, damit werden Sie sich ja in den nächsten Wochen dann etwas intensiver auch beschäftigen. Die Datenschutzgrundverordnung ist ein direkt geltendes Recht. Also wir hatten ja vorher, wenn Sie sich vielleicht erinnern oder das ein bisschen mitbekommen haben in der Presse, gab es die EU-Datenschutzrichtlinie. Eine Richtlinie auf europäischer Ebene ist eine Verpflichtung für die Mitgliedstaaten, ein entsprechendes Gesetz zu erlassen. Und dort gibt es aber immer Spielräume. Die Spielräume waren beim Datenschutz so groß, dass die ganzen amerikanischen Internetgiganten alle nach Irland gegangen sind, um ihre Firmen dort anzusiedeln, weil man dort weniger Datenschutz braucht als im Rest von Europa. Um diesem Missstand sozusagen zu entgehen oder diesen Missstand die Situation zu verbessern, hat die EU jetzt aus der Richtlinie eine Verordnung gemacht.
also in der Novelle des Datenschutzes sind ja ganz viele neue Sachen jetzt reingekommen, zum Beispiel Profilierung, also alle diese Sachen, die jetzt auch technisch möglich sind, dass man damit auch entsprechend vom Gesetz her gut umgehen kann, die sind eben in die Datenschutzgrundverordnung eingeflossen. Das heißt, es ist direkt geltendes Recht. Es gibt zwar immer noch ein lokales IT-Sicherheitsgesetz, was die Umsetzung regelt, zum Beispiel ab wann braucht man einen Datenschutzbeauftragten, aber alles, was wir machen müssen, was wir beachten müssen als Firmen, als Hochschule, Sie selber, wenn Sie Daten für andere verwalten, das steht da drin, steht direkt in der Verordnung. Und, dazu werden Sie sich ja dann noch weiter informieren, aber ein wesentliches Merkmal greife ich vorweg, in der Datenschutzgrundverordnung steht drin, für Unternehmen oder Organisationen, Sie müssen Ihre Datenschutzrisiken kennen. Und Sie müssen den Risiken angemessen mit Maßnahmen begegnen. Angemessen heißt, immer, wie groß ist das Risiko, wie groß ist der Aufwand für die Maßnahme, passt das? Ja, also nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen, das wollen sie auch nicht. Also soll nicht zu viel Aufwand treiben. Es ist aber auch nicht okay, hohe Risiken gar nicht zu begegnen. Also angemessen heißt immer, es muss zur Situation passen. Also brauchen wir ein Datenschutzmanagementsystem. Den wird sie auch mehrfach begegnen, diesen Begriff Datenschutzmanagementsystem. Das Datenschutzmanagementsystem ist aber das gleiche wie das Informationssicherheitsmanagementsystem, nur dass es andere Risiken sind. Einmal ist es uns Risiken aus Sicht des Unternehmens oder der Organisation und einmal sind es Risiken aus Sicht der Personen. Ja, also Beispiel beim produzierenden Unternehmen sind vielleicht die Rezepturen für die Chemikalien, die so eine große Firma da auf der anderen Seite vom Rhein produziert, sind die Chemikalien ein wichtiges Gut. Ja, die dürfen nicht zur Konkurrenz kommen. Die Vertraulichkeit dieses Verfahrens ist super, 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 super hoch. Kronjuwele. Aus Datenschutzsicht irrelevant. Ja, sind ja keine personenbezogenen Daten. Völlig uninteressant. Aber vielleicht hat die BSF ja Daten von Personen, die krank geworden sind aufgrund der Verwendung von ihrer Chemikalien. Ja, weil sie da eben Regressansprüche oder irgendwie Gerichtsfälle haben, wo sie eben irgendwelche Strafzahlungen oder Ausgleichszahlungen ausgesetzt sind. Oder es gibt ein Class Action Suit in den USA und sie haben diese Daten. Diese Informationen, wer da alles betroffen ist, das ist natürlich wiederum datenschutzrelevant. Die Vorgehensweise ist identisch zwischen Datenschutzmanagementsystem und Informationssicherheitsmanagementsystem. Nur die Risiken sind andere. Die Perspektive für die Risikoaufnahme ist anders. Das wird Ihnen auch im Laufe der Zeit weiter begegnen. Aber merke hier sozusagen, Datenschutz ist ein Treiber inzwischen mit dem neuen Gesetz, dass es so einen Prozess gibt. Der zweite Treiber ist das IT-Sicherheitsgesetz. Das trifft Sie hier natürlich wahrscheinlich weniger, wenn Sie hier für die Hochschule arbeiten, weil das IT-Sicherheitsgesetz gilt für kritische Infrastrukturen vorrangig. Also sowas wie Strom, Geld, Nahrung, Gesundheitsvorsorge, also Krankenhäuser und so weiter. Ein Unternehmen oder eine Organisation gehört zur kritischen Infrastruktur, wenn die Versorgung dieser Dienstleistung mehr als 500.000 Bürger betrifft. Also ein kleines Stadtwerk braucht sich darum nicht kümmern, aber eine ENBW oder auch eine MVV versorgt mehr als 500.000, muss entsprechend sozusagen muss dieses Gesetz umsetzen. Und in dem Gesetz steht drin, dass das, was da gemacht wird, was kritisch ist für den Bürger, mit einem Informationssicherheitsmanagementsystem geschützt werden muss. Weil es ist ja alles digital heute, ja, also auch die Stromsteuerung ist digital, also müssen auch diese Informationen geschützt werden, wir müssen die Risiken kennen, es muss angemessene Maßnahmen geben, es braucht eine Reaktionsfähigkeit. Sie sehen, diese Triade, Risiken, Maßnahmen, Reaktionsfähigkeit kommt immer wieder. Steht auch in dem IT-Sicherheitsgesetz. Und, das werden Sie merken bei dem OpenSAP-Kurs, die kritischen Infrastrukturdienstleister müssen sich zertifizieren. Also sie müssen sich nicht nur dieses Managementsystem einführen, sondern sie müssen sich auch noch einen externen Auditor nehmen, der ihnen nachweist, dass sie es richtig gemacht haben. Also ich brauche noch einen Stempel. Ja, habe ich gut gemacht. Das gilt nicht für Internetdienste. Internetdiensteanbieter in Deutschland gehören auch offiziell zu den kritischen Infrastrukturen, sozusagen laut Gesetz. Sie sind unterliegen dem Gesetz, aber sie müssen keine Zertifizierung haben. Sie müssen es einfach nur machen. Wenn es dann zu Problemen kommt und sie haben es nicht, kriegen sie vor Gesetz Probleme, also bei einem Rechtsstreit, aber sie sind nicht sozusagen vorab in der Pflicht, das schon zu machen. Das wollte der Gesetzgeber eigentlich, hat sich aber dann nicht gegen die Lobbyorganisation durchsetzen können.
So, und das letzte Grund ist, warum sollte man Informationssicherheit einführen? Naja, es gehört jetzt, weil zwei wesentliche Gesetze das gleiche Prinzip anwenden, Risiken, Maßnahmen, Reaktionsfähigkeit, weil diese starken Gesetze es anwenden, gehört es inzwischen zur Sorgfaltspflicht der Geschäftsleitung, diese Maßnahmen einzuführen. Das heißt, jedes kleine KMU muss in den Grundsätzen wissen, kenne ich meine Risiken, habe ich Maßnahmen zugeordnet, kann ich ungefähr abschätzen, dass die Maßnahmen funktionieren für den Maßnahmen und bin ich in der Lage zu reagieren, wenn doch ein Schaden passiert. Wenn das nicht der Fall ist, ist die Geschäftsleitung haftbar, persönlich haftbar. Normalerweise gibt es ja sowas bei GmbH-Gesetz, heißt ja GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Das ist cool, weil die Geschäftsführung haftet nicht. Man haftet maximal mit der beschränkten Haftungssumme von 50.000 Euro. Das ist natürlich für Kunden doof, wenn sie sozusagen einen Schaden haben, der mit 50.000 Euro nicht abgegolten werden kann. Ja, ist blöd. Deswegen werden bei solchen Situationen, wenn sozusagen dort schlimmere Sachen passieren, wird immer geguckt, kann ich an das Privatvermögen von den Geschäftsführern? Weil da komme ich dran, wenn ich ihm nachweisen kann, dass er fahrlässig gehandelt hat. Also wenn er seiner Pflicht als Geschäftsleitung einer ordnungsgemäßen, einer sorgfältigen Geschäftsführung nicht nachgekommen ist. Und die allgemeine Interpretation von Juristen, ich bin ja kein Jurist, ich kann das nur zitieren, die allgemeine Interpretation von Juristen ist, dass wenn sie kein Informationssicherheitsmanagementsystem als Geschäftsleiter haben oder nicht sagen können, auch nur, also wenn sie es in Grundzügen können, wird man wahrscheinlich anfangen müssen zu diskutieren, aber wenn sie noch nicht mal wissen, was ein Risiko ist, ein Informationssicherheitsrisiko als Geschäftsleiter, ist ganz klar, dass es fahrlässig. Und dann sind sie sozusagen auch direkt in der persönlichen Haftung. Also so als Hintergrund. Ja? Eine Frage dazu, weil ein IT-Sicherheitssystem muss man ja dann haben, wenn man mehr als 1,5 Millionen Menschen bedient. Was, wenn ich jetzt eine kleine Website habe, die theoretisch natürlich mehr als 1,5 Millionen Menschen erreichen könnte, aber regelmäßig vielleicht nur 100 erreicht? Da gilt nur das Dritte. Also Datenschutzgrundverordnung gilt natürlich für Sie auf jeden Fall, klar. Das Dritte gilt aber auch. Also Sie sollten trotzdem in der Lage sein, die Risiken zu kennen und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, auch wenn Sie nicht gefordert sind, ein Managementsystem eingeführt haben zu müssen, das man zertifizieren könnte. Ja, das hatte ich schon erzählt. So, jetzt zum Prozess. Zur Begriffsklärung, ganz wichtig auch vorneweg, es gibt IT-Sicherheit und Informationssicherheit und es gibt auch noch Datenschutz. IT-Sicherheit ist der Schutz der Infrastruktur vor Schäden. Also wir werden in der Folge, werden Sie das wahrscheinlich auch selber immer mal wieder die Begriffe durcheinander schmeißen. Das macht auch nichts, solange Sie wissen, worüber Sie reden. Also wenn Sie, weder als Dozent noch als Berater draußen in der Praxis, lege ich da jetzt großen Wert drauf, dass die Leute immer die richtigen Begriffe verwenden, die Literatur verwendet. Mir ist nur wichtig, dass die Leute wissen, was sie damit meinen. Und nur jetzt sozusagen für diese Folie, danach können Sie es gerne wieder vergessen, für diese Folie wichtig, unterscheiden Sie zwischen der IT-Sicherheit und der Informationssicherheit. IT-Sicherheit ist das Sicherheit der IT. Da geht es darum, ist das System, die Software ungestört? Ist die nicht angegriffen worden? Da geht es mir nicht um die Informationen, die da drauf liegen, die verarbeitet werden. Es geht mir nur um das System. Ja, die meisten Rechenzentrumsleiter und IT-Leiter haben auch nur ein Interesse an IT-Sicherheit, weil sie werden gemessen an der Verfügbarkeit der IT-Systeme, die die Firma nutzt. Also wie oft gibt es zu Problemen? Und wenn ich keine Probleme habe und alle Leute gut arbeiten können, dann habe ich einen guten Job gemacht als IT-Leiter. So, mehr oder weniger. Ja? Und deswegen ist IT-Sicherheit, dort werden die immer die Brille aufhaben, was kann ich tun, um die Systeme zu schützen, dass Informationen vielleicht auch andere Wege nehmen, also dass sie auch mal ausgedruckt werden und auf dem Schreibtisch rumliegen oder so, das interessiert die nicht, sagen die, außerhalb meiner Verantwortung. Wenn der Mitarbeiter das ausdruckt, in meinem System ist es sicher, danach ist es unsicher, ist mir egal. IT-Sicherheit. Informationssicherheit, da geht es um den Schutz der Informationen. Und das ist das, was uns eigentlich interessiert, aus Geschäftsprozesssicht. Mir ist eigentlich völlig wurscht, aus einer Risikoperspektive, ob die Information in einem IT-System vorliegt, ob die mündlich
in der Flughafen-Lounge am Telefon laut erzählt wird oder ob es ja irgendwo in Papierform in der Kneipe vergessen wird. In allen drei Fällen besteht ein Risiko, diese Informationen abzugreifen. Das kann jetzt mal die gleich, können ja die vorstehenden Quartalszahlen sein, ja, die irgendwie geschützt werden müssen. Also sie müssen vertraulich bleiben bis zur Bekanntgabe, weil ansonsten gibt es ja, wenn man an der Börse ist, auch irgendwie große Strafzahlen, dass man sozusagen vorab Informationen geleakt hat, mit denen dann bestimmte Leute sich einen Vorteil verschaffen können, um schneller irgendwie bieten zu können, also entweder kaufen oder verkaufen, je nachdem, wie der Trend ist. Das muss natürlich verhindert werden und wenn sie diese Kontrollen nicht einhalten, dann kann das zu erheblichen Strafen führen. Und da ist es völlig wurscht, war das im IT-System, war das in Papierform oder war das auch mündlich. Ja? Und deswegen interessiert uns von hinten, vom Management-System her, nicht die IT. Also die interessiert uns mittelbar natürlich auch, weil viele der Informationen sind ja in Systemen gespeichert, aber grundsätzlich vom Ansatz her, wir müssen Informationen schützen, nicht die Systeme. Das ist unsere Aufgabe. Ja? Ob Ihre Noten im Post liegen oder irgendwie ein Ausdruck von ihrer kompletten Notenliste mit allem Nichtbestanden da in der Mensa auf dem Boden rumfliegt, ist für sie genauso unangenehm. Also ob jemand im Post angreifen kann und sie wollen aber nicht, dass jemand sieht, dass sie drei Fünfer haben oder das liegt da, ist in beiden Fällen egal. Ja? Und deswegen geht es darum, bei uns die Informationen zu schützen. Und Informationen haben drei Schutzziele. Verfügbarkeit, Vertraulichkeit und Integrität. Eigentlich ist das Risiko auch nicht, die Information ist verloren, sondern die Information verliert eins der Attribute. Also man sagt, die Verfügbarkeit ist betroffen durch einen Hackerangriff, wenn die Information abfließen kann. Dann ist die Verfügbarkeit der Informationswert, der betroffen ist. Das ist das eigentliche Risiko. Ja, nicht die Information selber ist das Risiko, sondern dieser Wert der Information. Ja, manchmal ist Verfügbarkeit wichtig, manchmal Vertraulichkeit, manchmal Integrität. Müssen Sie gucken. Mal ist es so, mal so. Also in manchen Fällen interessiert einen die Integrität überhaupt nicht. In anderen Fällen interessiert einen die Vertraulichkeit überhaupt nicht. Ja. Also zum Beispiel die Blutgruppe, die Sie in Ihrem Impfpass stehen haben. Das kann jeder wissen, oder? Also die Vertraulichkeit ist da eigentlich völlig irrelevant. Aber es wäre gut, wenn es die richtige wäre. Wenn Sie irgendwann mal in einen Autounfall kommen und es jemand gibt Ihnen dann aufgrund dieser Information das falsche Plasma, das wäre doof. So, also das sind Beispiele dafür, die Information steht im Zentrum dessen, was wir haben wollen. Welche Angriffe gibt es gegen Informationssicherheit? Spionage und Sabotage natürlich, vor allem im Unternehmenskontext. Und das ist leider inzwischen gängige Praxis. Also alle fremden Staaten betreiben Wirtschaftsspionage. Das ist noch nicht mal ein offenes Geheimnis. Inzwischen wird das ja auch öffentlich durchaus diskutiert, wer welche Macht hat dadurch und warum die Machtverhältnisse sich dort sozusagen nicht so verändern, dass man dem sozusagen einen besseren Ausgleich geben kann. Also konkret, wir in Deutschland dürfen offiziell keine Wirtschaftsspionage betreiben. Das haben uns die Alliierten nach dem Zweiten Weltkrieg ins Gebetbuch geschrieben. Also wir haben zwar einen Auslandsnachrichtendienst, der aber sich ausschließlich auf unsere militärischen Aktivitäten im Ausland bezieht. Aber wir haben offiziell dürfen wir keine Wirtschaftsspionage betreiben. Was machen wir? Wir fragen unsere Freunde. Darf man das? Ist das gut? Das ist ein anderes Thema, ja, geht weit über die Vorlesung hinaus. Aber nur, dass Sie sozusagen wissen, da passiert relativ viel, das ist sehr aktiv. Umgekehrt rechnet sozusagen, muss jeder, auch jedes kleine KMU, auch jede Hochschule damit rechnen, dass sie infiltriert ist und dass über sie Daten abgezogen werden, um zum Beispiel herauszufinden, welche neuen Erfindungen gerade in der Biotechnologie bei uns produziert werden. Ja, da sind wir ja relativ stark in der Forschung. Hier in der Hochschule ist sicherlich was interessant wäre. So, ich fange mal hier auf der rechten Seite an. Das Problem jetzt ist aber, wenn wir über die Zeit das betrachten, dass Sicherheit eigentlich immer ein momentaner Zustand ist. Und der ist auch noch sehr instabil. Also ob ich nehme mal einen Vergleich, Ihre persönliche Unversehrtheit ändert sich mit jeder Minute.
Also gut, wenn Sie jetzt eine halbe Stunde hier im Raum sitzen, wird es sich für eine halbe Stunde wahrscheinlich eher nicht ändern. Aber wenn Sie den Raum verlassen, Sie gehen über die Straße, Sie gucken nicht nach der Straßenbahn, Sie werden im Bahnhof ganz vielen Viren ausgesetzt, es ist gerade Virensaison. Ja, also die Situation, ob Sie gerade sicher sind körperlich, hängt sehr stark von dem Kontext ab. Und wenn der Kontext sich ständig verändert, dann ist es sehr labil. Und Sie müssten eigentlich immer auch selber, also Sie treffen ja auch immer Entscheidungen dann in diesem ganz persönlich, versuchen, angemessene Maßnahmen zu treffen, um sich schützen zu können. Also der eine zieht einen Schal an, der andere hat irgendwie so einen Mundschutz, um sich gegen die Viren zu schützen. Der dritte guckt lieber dreimal, ob die Straßenbahn kommt. Der vierte geht immer nur bei Grün. Ja, also es gibt Leute, die auch bei Rot gehen, so wie ich, wenn sie der Meinung sind, sie können abschätzen, dass dann gerade kein Auto kommt. Ja, also das ist eine persönliche Entscheidung, so machen das Unternehmen auch, was dann angemessen ist. Das Problem ist, es ändert sich ständig und es ändert sich im Unternehmen auch ständig. Ja, die Bedrohungslage ändert sich ständig, es gibt andere Leute, die angreifen, die Konkurrenzsituation ändert sich, weil andere Unternehmen Interesse an ihren Informationen haben, es sind neue Player auf dem Markt, sie haben vielleicht die Gesellschaftsform geändert, dann ändert sich da wieder die Anforderungen an die Sicherheitsmaßnahmen. Dann wissen Sie nicht, ob die Schutzmaßnahmen funktionieren, also vielleicht haben sie letzte Woche funktioniert, jetzt ist aber ein neuer Angriff rausgekommen über Facebook zum Beispiel, Ihre Daten sind jetzt plötzlich kurzfristig mal ein bisschen weiter offen. Gibt es eine neue Maßnahme von Facebook, wird das funktionieren? Ja, also sozusagen, Sie haben einen ständigen Wechsel der Exposition, der Risikoexposition und der Anwendbarkeit der Sicherheitsmaßnahmen. Das heißt, Ihr Sicherheitsniveau, genau wie Ihr persönliches Sicherheitsniveau, das Sicherheitsniveau im Unternehmen ändert sich ständig. Das kann ich sozusagen nur dann in den Griff kriegen, wenn ich auch nachhaltig Prozesse im Einsatz habe, um das ein bisschen zu steuern. Um zu gucken, kann ich Maßnahmen angemessen einführen, um zumindest diese Schwankungen in einem gewissen Rahmen zu halten. Ja, also dass sie nicht so riesen Ausschläge haben, sondern wenn jetzt, sagen wir mal, ein Spectre und Meltdown kommt und dass ich mir dann einfach mal einen Gedanken darüber mache, muss ich jetzt meine Rechner austauschen oder nicht? Oder trage ich das Risiko? Oder ab wann müsste ich jetzt eigentlich alle meine Rechner austauschen? Also wenn jetzt welcher Angriff kommt, wäre ich da betroffen? Haben die Interesse an mir und muss ich was tun? Ja? Und deswegen brauchen wir eben so einen Prozess. Der Prozess, den kennen Sie vielleicht, wenn Sie schon QM bei Herrn Kaiser gehört haben, dann müssen Sie schon kennen, das ist der PDCA-Zyklus, Plan, Do, Check, Act. Das ist der klassische Deming-Cycle, der hier für nachhaltige, kontinuierliche Verbesserungen immer eingesetzt wird. Der findet auch hier Anwendung. In den Normen sind inzwischen auch die Begrifflichkeiten und auch die Strukturen der Normen alle angepasst, also Qualitätsmanagement, Risikomanagement, Business Continuity Management, Sicherheitsmanagement, haben alle die gleichen Kapitelnamen, die gleichen Prozesse zur kontinuierlichen Verbesserung sind alle gleich, auch für Softwarequalität. Das heißt, es ist immer gleich, planen, do, einführen, Maßnahmen umsetzen, check, prüfen, funktioniert es, funktionieren meine Maßnahmen, ist das Risiko auch wirklich gesenkt, act, Abweichungen beseitigen und dann wieder von vorne anfangen. Normalerweise geht der Zyklus so einmal jährlich, so für ein KMU. Große Unternehmen, Banken machen das monatlich, weil die haben relativ, das ist bei denen eben inzwischen so wichtig, sie haben nur noch Informationen. Ja, den Rest würde ich Ihnen jetzt überlassen, also in den Kursen anzuschauen. Ich gehe nur ganz kurz, also Risikoanalyse, werden Sie dort auch entsprechende Informationen finden, wie man Risiken bewertet, nach Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadenshöhe, wo kriege ich die Parameter her, wie ermittle ich die Schadenshöhe, wie ermittle ich die Eintrittswahrscheinlichkeit, wie gehe ich mit Risiken um, welche Möglichkeiten habe ich mit Risiken umzugehen, das ist eine Managemententscheidung, das trifft die Entscheidung, muss der Geschäftsführer treffen, welche grundsätzlichen Maßnahmen brauche ich, welche technischen Maßnahmen. Sie werden da auch die mit der ISO 27001, mit dem Anhang A konfrontiert, da gibt es irgendwie 17, 18 Kapitel und dort stehen Maßnahmen drin von baulichem Zutrittsschutz, über Update-Fähigkeit der Systeme, Update-Management bis hin zu, wie stelle ich sicher, dass meine Lieferanten, die mir Software bauen, auch entsprechend darauf achten, Sicherheit bei der Entwicklung zu berücksichtigen. Also das ist tatsächlich eine ganze Palette und diese sollten Sie im Überblick kennen. Endgeräte, Infrastruktur, Firewalls und so weiter und so fort.
Verhaltensrichtlinien gehören auch dazu. Ganz wichtiger Punkt, ich hatte es am Anfang gesagt, Security Management bekommt man nicht nur technisch hin, also durch technische Maßnahmen, sondern das ist immer ein Zusammenspiel zwischen technischen Maßnahmen und wie die Personen das nutzen. Das heißt, sie müssen immer darauf achten, dass die Regeln, die sie aufstellen, wie die Mitarbeiter oder auch die Kommilitonen in ihrem Falle mit Informationen umgehen, zu den Regeln passen. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Es gibt totale Unsitte, die sich etabliert hat, aber jetzt so langsam sieht man, dass die Firmen auch damit aufhören und aufräumen, nämlich Passwortänderungen alle 6 Wochen oder alle jeden Monat oder sowas einzufordern. Regelmäßige Passwortänderungen ist völliger Schwachsinn aus meiner Sicht, weil was passiert, wenn Sie das Passwort jeden Monat ändern müssen, dann lohnt es sich gar nicht, das Passwort zu merken, sondern Sie schreiben es auf. Oder sie bilden einen Algorithmus, also sie zählen irgendwie hoch oder so. Was genauso blöd ist, weil wenn ich 2 Stück davon habe hintereinander, weiß ich, wie das dritte aussieht. Ja, also ist das Quatsch. Deswegen sollte man versuchen, die technischen Schutzmaßnahmen so aufzusetzen rund um das Passwort, dass sie das Passwort nur selten ändern müssen. Was ist das Hauptmerkmal eines Passworts, damit ich es nur selten, sagen wir mal, alle 2 Jahre ändern muss? Was ist das Hauptmerkmal? Ja? Die Länge, genau, die Länge. Also sollte man keine Passwörter mit 8 Zeichen mehr zulassen, sondern lieber 12. Und dann sagen, okay, 12 Zeichen, das kannst du meinetwegen jetzt 2 Jahre behalten. Wenn natürlich der Verdacht entsteht, dass ein Passwort geklaut werden wurde oder dass der Rechner kompromittiert wurde, dann muss natürlich auf jeden Fall geändert werden. Das ist wieder Reaktionsfähigkeit. In dem Fall muss man natürlich auch entsprechend darauf achten. Aber das zeigt, diese organisatorischen Regeln, die müssen auch immer zu den technischen Regeln passen. Ja, da muss man sich ein bisschen auch überlegen, hier in der Hochschule, da haben wir noch keine organisatorischen Regeln. Es gibt dann eine Beschreibung der technischen Maßnahmen, der technischen Schutzmaßnahmen. Aber zum Beispiel wäre es auch schön, wenn im Rahmen dieses Projektes ein paar organisatorische Regeln auf einem DIN A4-Blatt. Also mehr kann man in so einer Hochschule nicht vertragen. Also sowohl die Studierenden als auch die Mitarbeiter sind mit mehr Regeln als auf einer Seite, glaube ich, überfordert. Da liest keiner mehr. Also müssen wir gucken, dass wir die Regeln so bauen, dass sie auf ein Blatt passen. Das wäre zum Beispiel auch eine schöne Aufgabe für ein Team. Finanziell hatte ich auch schon kurz erwähnt, gehe ich auch nicht weiter darauf ein. Man kann auch finanziell Rückstellung bilden. Das ist für uns leider an der Hochschule keine Lösung, weil wir kein Geld haben für sowas. Und Sie müssen reagieren können. Das heißt, Sie müssen in der Lage sein, auf die Veränderung der Risikolage schnell reagieren zu können. Ich sage bewusst Veränderung der Risikolage, nicht nur auf ein Incident. Auch die Veränderung der Risikolage, wenn jetzt also kurzfristig eine enorme Schwachstelle bekannt wird, also eine, die wirklich so schlimm ist, dass wahrscheinlich in 3 Tagen massenweise einfach zu installierende Malware irgendwie durchs Netz flattert und 1/3 der Rechner betroffen ist, dann müssen wir schon vor dem Incident aktiv werden. Müssen gucken, was können wir denn schon tun, bevor überhaupt jetzt die Malware bei uns angekommen ist, damit die nicht ankommt, ja, um den Schaden zu verhindern von vornherein. Deswegen nicht nur reagieren auf Incidents, also wenn jetzt tatsächlich was passiert ist, was mache ich dann? Dann muss ich auch an sowas denken wie, beziehe ich die Polizei mit ein, will ich Strafanzeige stellen, muss ich das entsprechend forensisch sichern, also so sichern die Software, dass nachgewiesen werden kann, dass das auch so war, dass es vor Gericht verwendet werden kann. Wenn mich das nicht interessiert, dann brauche ich den ganzen Forensikkram nicht. Dann geht es mir eher darum, vielleicht rauszufinden, was ist denn mein Problem gewesen? Also warum konnte das bei mir passieren? Wie kann ich denn die Situation abstellen? Ja, das wäre Teil dann der kontinuierlichen Verbesserung auch. Aber eben nicht nur beim Incident reagieren, sondern auch schon vorher. Das heißt, ich muss auch wissen, wie sich meine Risikolage ändert. Ja, also ich muss mitbekommen, wann ändern sich denn Risiken bei mir? Also, ja. Zum Beispiel sollte ich, finde ich, wissen, wie viele von meinen Clients, die hier im WLAN sind, haben denn einen aktuellen Betriebssystemstand. Weil wenn ich die Zahl weiß, kann ich ungefähr abschätzen, wie wahrscheinlich ist das, dass die Malware sich übers Netz verbreitet. Sowas, ja, also als Beispiel. Das heißt, wir brauchen Prozesse, sowohl um sich mit Schwachstellen auseinanderzusetzen, als auch mit tatsächlichen Incidents. Dazu gibt es Quellen, Informationsquellen, die man abonnieren kann. Zu empfehlen aus meiner Sicht ist der Sicherheitsbarometer von Deutschland Sicher im Netz. Das ist so eine kleine App, die einen eben
in sehr einfach verständlicher Sprache über aktuelle Risiken informiert mit einer Farbmarkierung. Sie sehen hier, das ist rot, grün, da steht Krankenkassen-App Mimi wird geprüft auf Sicherheit, da ist ein gelber, verschiedene Keyless-Entry-Systeme bei Fahrzeugen sind angreifbar, ja, wussten Sie wahrscheinlich auch schon, aber das wird es auch nochmal erinnern. Aber hier ist aktuell dieser Facebook-Angriff von letzter Woche, Freitag, weiß nicht, wer es gesehen hat, ist dunkelrot. Also da sollten Sie dann auf jeden Fall reagieren. Angreifer nutzen Sicherheitslücke bei Facebook aus. Da steht immer dabei, was kann ich beim Angriff tun, wie schütze ich mich? Das sind immer Maßnahmen, also kann ich Sie empfehlen, auch für Sie persönlich. Finde ich eine gute Sache. Und für professionellere Dienste gibt es natürlich auch Services. Vielleicht wäre auch das was zu überlegen, ob wir vielleicht einen so einen Dienst mal aussuchen, aus öffentlichen Quellen speisen und dann eben das irgendwie auch ans Rechenzentrum melden. Es könnte vielleicht auch ein Team sein, was sowas macht. Also Sie sehen, im Rahmen dieser verschiedenen Sachen, die erforderlich sind, können wir viele verschiedene Themen abdecken, die Sie erarbeiten. Grundsätzlich, aus meiner Sicht, sollte, das ist wie beim Menschen auch, grundsätzlich sollten wir davon ausgehen, dass wir ständig angegriffen werden und sozusagen das als Grundeinstellung haben. Wir sind nicht sicher, sondern wir sind nie hundertprozentig gesund, sondern wir haben immer eine gewisse Anfälligkeit, mal ist ein paar Viren da, mal hat man einen kleinen Unfall, mal hat man sich den Zeh vertreten, was weiß ich, man ist immer irgendwie, aber man hat auch immer Maßnahmen, damit umzugehen und das irgendwie sich entsprechend zu verhalten, und das brauchen wir hier halt auch. Mitarbeiter im Fokus habe ich schon erzählt, also wir brauchen verschiedene Awareness-Maßnahmen eben, um die Leute entsprechend da zu schulen. Es gibt, man trennt grundsätzlich, auch das werden Sie nochmal sehen in den Schulungen, man trennt grundsätzlich zwischen der Entwicklung des Wissens der Leute, das ist der bewusste Teil, und der Steigerung der Sensibilität, also dann auch unbewusst richtig zu reagieren. Und beides muss Teil des Awareness-Trainings sein. Wenn Sie Mitarbeiter schulen wollen oder dahin kriegen wollen, dass sie sich richtig verhalten in einer solchen Situation, dann müssen Sie wissen, was Sie tun. Sie müssen es aber auch tun. Also es reicht nicht, wenn Sie eigentlich wissen, dass Sie es tun würden, aber Sie tun es nicht. Ja, es gibt verschiedene Gründe, warum das manchmal nicht stattfindet. Es gibt Übersensibilität, also Leute, die zu sensibel sind. Es gibt aber auch Leute, die nicht sensibel genug sind. Oft hängt das auch ein bisschen an der Sozialisation. Ein Ingenieur geht mit sowas ganz anders um als jetzt ein Sozialwissenschaftler. Ja, also das werden wir dann auch entsprechend sehen. Das habe ich Ihnen schon erzählt. An der Stelle möchte ich dann auch aufhören, Ihnen dieses Intro zu geben. Das ist erstmal nochmal so ein halbstündiger, kurz, ganz schneller Einstieg, dass Sie so ein bisschen grob wissen, worum es geht, was Sie erwartet in den Online-Kursen. Und dann von da gerne die Kontrolle abgeben sozusagen, sodass Sie jetzt in das Selbststudium starten können. Gibt es Fragen? Herr Mücke. Wissen Sie jetzt, was Sie zu tun haben? Haben Sie einen Plan? Wir treffen uns am 22.10. wieder. Bis dahin habe ich Themen. Ich habe Ihnen die Codes schicke ich Ihnen per Moodle. Nutzen Sie bitte, wenn Sie Fragen haben, die alle interessieren, nutzen Sie bitte dieses Ankündigungsmodul hier. Ich habe das Standard-Ankündigungsmodul deaktiviert. In dem hier können Sie auch posten. Können Sie auch was reinschreiben, dann sehen es alle, dann sehen auch die Antworten alle. Okay? Vielen Dank. Gutes Gelingen.